Damit solltest du erstmal alles Nötige wissen. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht, lass Draghi sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen und einen Blick in dein Fotodex werfen. Alles Weitere erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Also viel Spaß beim Fotografieren. Okay, Option. Können wir da vielleicht noch das Beamer nach Wünschen anpassen? Okay. Audio, Stimmen haben wir ausgestellt. Keine Sprachausgabe. Ah, Englisch eingestellt. Sehr schön. Aha, das ist jetzt schon die Synchro. Das können wir uns natürlich auch angucken, wenn wir schon mal da sind. Erkunden, Labor. Dann gehen wir mal ins Labor. Okay, das ist das Labor des Professors. Okay, das Sprechen wird mir nicht ganz genau, also gesynchronisiert haben, das Sprechen wird mir nicht ganz genommen. Ich muss trotzdem vorlesen. Okay, verstehe. Aber das weißt du ja sicher schon. Wie betreibt der Professor seine Forschung und arbeitet an seinen Erfindungen? Man kann eigentlich ohne Übertreibung sagen, dass er hier wohnt. Okay, dann erkläre ich dir jetzt mal, was im Labor so alles machen kannst. Im Server werden alle Daten gespeichert, die wir sammeln. Man kann mit ihnen sehr viele Sachen machen. Zunächst wäre da der Fotodex. Er ist eine Art Enzyklopädie, die mit deinen Fotos geführt wird. Ist so ein eigener Fotodex nicht der Wahnsinn? Als nächstes gibt es da deine Ecke. Hier kannst du die Fotos in deinem Album oder Infos zu deinen Abenteuer ansehen. Im Album kannst du Fotos speichern, die du behalten möchtest, aber nicht in den Fotodex sollen. Außerdem kannst du die Fotos in diesem Album bearbeiten. Naja, mehr oder weniger. War da nicht noch etwas? Professor, habe ich irgendwas vergessen? Hast du ihm schon die Online-Funktion erklärt? Natürlich noch nicht. Ah, nein, noch nicht. Wenn du die Online-Funktionen nutzt, kannst du dir Fotos von Speichern von Spielern auf aller Welt ansehen. Und wenn du dir ein Foto richtig gut gefällt, kannst du es mit digitalen Medaillen auszeichnen. Man nennt sie Apfelmedaillen. Jeder freut sich, wenn er welche bekommt. Also scheue dich nicht davor, sie zu vergeben. Ach ja, du kannst dir hier auch die Ranglisten für einzelne Kategorien ansehen. So, das müsste jetzt alles gewesen sein. Du wirst bestimmt schnell den Dreh raus haben. Ist eigentlich alles ganz einfach. Probier es am besten gleich aus. Gleich mal ein Foto auf Poke Instagram hochladen. Fotodex, deine Ecke, Online-Funktion. Okay, hier haben wir Ausrufezeichen drin. Sollte mal drauf gucken. Oha! Ein Fotodex, Karte, Pokémon. Das sind die ganzen Fotos, die ich hier schon gemacht habe. Ja, kennen wir. In deiner Ecke war ich auch schon drin. Basiscamp, okay. Ich will mal die Online-Funktion ausprobieren. Gleich mal ein erstes Foto hochladen. Bitte poste keine unangebrachten Inhalte, damit alle Freunde der Funktion Freude an der Funktion haben können. Unangebrachte Inhalte können gemeldet und anschließend gelöscht werden. Bitte unterlasse es, falsche Angaben zu machen. Wie? Egal. Es sind Screenshots aus dem Spiel. Wie soll da unangemessene? Egal. Ja. Hier kannst du die Fotos und Ranglisten von Spielern aus der ganzen Welt ansehen. Außerdem lassen sich in deinem Online-Profil diverse Einstellungen vornehmen. Also schau es dir gleich bei Gelegenheit an. Online-Profil.
Wie kannst du dein Online-Profil bearbeiten? Wenn du eines deiner Fotos der ganzen Welt zeigen möchtest, kannst du es hier hochladen. Das sieht doch gar nicht übel aus. Fototitel ändern. So. Und hochladen. Mist, das Foto auf deinem Online-Profil hochladen. Jo, das fand ich gar nicht schlecht. Passt. Foto wurde hochgeladen. Sehr schön. Ja, Professors Foto Favoriten. Sehr schön. Ja, gleich das hier noch hochladen. Das ist. Und hochladen. Sehr schön. Ich bin jetzt Fotograf. Lass ein Apfelabo da. Ja, genau. Okay, das Foto können wir noch verändern. Ui. Die Auswahlmöglichkeiten. Ein Schülchen. Die Chroniken. Der Bildschirm. Bücherstapel, Grünpflanze. Emblem. Oder lass ich erstmal, dann lass doch lieber den hier. Ach so, hier. Überrascht. Sehr schön. Profil bearbeitet. Kann sich doch sehen lassen. Ranglisten. Schauen wir mal, wer hier gerade Weltmeister ist. Ich. Bestimmt nicht. Top 100. Okay, dann natürlich die Japaner. Wer sonst? Freunde. Daten von du hast keine Freunde. Schneef. Fotos anderer Spieler. Ja, beliebte Fotos. B-Day. Oh, sieht schön aus. Und Blitzer. Sonniger Tag. Und das sieht doch toll aus. Gibt eine Apfelmedaille. Wie habe ich irgendwie begrenzte Apfelmedaillen? Kann ich irgendwie, habe ich irgendwann keine mehr oder so? Wie funktioniert das hier? Gelöscht. Ein unentdecktes, ach, ein unentdeckter Pokémon, die ich noch nicht habe. Ja, so kann das dann später aussehen. Da kannst du dann künstliche Sachen machen. Online-Profil Sebastian. Okay. Den habe ich noch gar nicht freigeschaltet. In allen Sprachen. Okay. Kann man auch spezielle Leute suchen, wenn man jetzt und jetzt meinen Freund habe, den ich jetzt. Aber wenn ich einen YouTuber kenne, den Zwergenfürsten, wie das ist. Wie suche ich denn, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich jetzt hier die Fotos von dem Zwergenfürst sehen will? Ist das eine Möglichkeit? Ist das hier? Wohl erstmal nicht. Alles klar.
Hier ist nochmal meine Ecke. Album. Versuche ich nochmal hier ein bisschen zu bearbeiten. Vielleicht gelingt es mir, das Cover oder Ding doch noch hinzubiegen. Foto bearbeiten. Filterstempelrahmen. Schön schwarz-weiß. Ja, sich die. Nee, ohne Stempel. Ohne Filter. Hashtag no Filter. Stempel kann ich drauf machen. Nee. Den hübschen Rahmen. Nein, die tun es alle irgendwie nicht so. Naja. Heftige Vignette. Okay. Nur guck mal Snap. Dann können wir schon mal für Thumbnail. Oder auch nicht. Ja. Dann können wir es auf der Konsole speichern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Macht einfach ein Screenshot von. So, okay. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt hier schon aufnehme. Ich würde aber eine kleine Aufnahmepause machen. Basiscamp. Erste Posts. Sehr schön. Na dann. Brechen wir mal zur nächsten Erkundungstour auf. Nach einer kurzen Aufnahmepause. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt, handelt es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein könnten. Das erklärt irgendwie gar nicht. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Zwergenfürst mir die einzelnen Schritte erklären? Wird erledigt. Dann zück mal deine Kamera. Ein weiteres Tutorial. Aha, alles klar. Ja, die Erklärung. Das kriegt ihr auch von dem Pro-Controller. Ich spiele das auf dem Pro-Controller. Das krieg ich hin. Die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Drück einfach nur X. Versuch's mal. Das war's schon, oder was? Hast du gesehen, dass der Name des Pokémon angezeigt wurde? Nee, habe ich irgendwie übersehen. Und hast du das Fragezeichen-Symbol bemerkt? Das habe ich bemerkt, ja, das steht auch immer noch. Das bedeutet, dass du dir etwas näher ansehen kannst. Bewege dafür zuerst den... wie hieß denn das Ding? Auf das Fragezeichen. Gyrosensor hieß das, glaube ich. Der Gyrosensor hat seine Form verändert, nicht wahr? Wenn das passiert, musst du X gedrückt halten, um eine Analyse durchzuführen. Probier es mal aus. Eine Neon.
Dieses Gefährt ist unerlässlich für die Reisen. Da fällt mir ein, der Name Neo One soll sich ein Freund des Professors gedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unter dem Bildschirm dieses Symbol auf, gibt es in der Nähe etwas zu untersuchen. Aha. Wenn du es siehst, nutze die Scan-Funktion und suche deine Umgebung. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Eine coole Sache sollst du noch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist das die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagt, das war also so gar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das würde für das Erste reichen. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Danke, Rita. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen, also setzt sie oft ein. Bricht zu der Erkundung. Ja, wir brechen zu der Erkundung auf. Let's go. Die Karte von den Tieren. Mach erstmal tagsüber den Naturpark. Ganz viele Fotos von Pokémon. Ah, okay. Park am Tag. Die Lientier-Region. Ein paar spannende Fakten über die Lientier-Region, die aus vier Inseln besteht. Okay. Also erneut durch den Park am Tag. Hier können wir mal gucken. Ah, hier sehen wir auch schon den Namen der Pokémon. Das war doch gar kein schlechtes Foto. Oh, das ist auch kein schlechtes Pokémon. Kein schlechtes Foto. Okay. Na toll. Noch ein paar Dodri-Fotos. Dazu können wir auch. Ui. Oh, da gibt's was zu sehen. Batterieleistung ist fast alle. Okay. Ein Blitzer. Und das war ein legendärer Pilz, irgendwas. Hier ist noch was zu sehen. Hier können wir was untersuchen. Die Kristallblume. Die haben wir schon untersucht. Eine Kristallblume. Die auf Floreo wächst. Wenn man die Swaroon ist. Das berühmt-berüchtigte Carpador. Ich finde, das ist ein bisschen zu weit weg. Oh, hab ich da, gibt's da ein Pichu? Ein Pichu. Dann komm hervor, Pichu. Ich habe noch kein Bild von dir. Wenn man Raupi. Oh. Sehr schön. Von der Seite so ein bisschen. Da Pichu. Dann komm. Na komm. Schon zu weit weg, oder? Ist ja schade. Und auch Belizas. Verdammt! Das hätte ein gutes Foto werden können. Okay, da gibt es noch was zu untersuchen.
Ah, hier ein Baum. Nothut. Randa. Ein Nothut in seinem Baum. Großartig. Kann versteckte Pokémon erkunden. Schalbini hat man schon fotografiert. Noch ein paar interessante Pokémon. Ja, da gibt's was. Der hier heißt um Zielmarkierung. Ein Kugelei, wie es ausschaut. Das hatten wir schon, das VG. Ach, das ist die Zielmarkierung, die ich da mehrfach fotografiert habe. Das System ist einsatzbereit, die Deportation wird eingeleitet. Sehr gut. Fotos geschossen, 14, Pokémon fotografiert, 8. Na, bist du mit der Strecke jetzt schon gut vertraut? Dann wähle gleich mal die Fotos aus, die du mir zeigen willst. Vielleicht haben wir noch ein paar gute zwei Fotos gemacht, die jetzt hier... Nee, haben wir nicht. Ein Dodri. Ist doch ein gutes neues Dodri-Bild. Da haben wir kein besseres gefunden. Okay, Belize. Haben wir nicht. Kurelei haben wir. Ach, über dem Punkt. Okay, nicht schlecht. Svaronis. Carvador hat ein besseres Pokémon. Ein besseres Foto. Pichu. Ja, sehr schön. Ein Hut. Und ohne Motiv. Fotos zeigen sind nicht die besten, aber okay, immerhin haben wir einen Pico bekommen. Das ist nicht schlecht. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. Ja, ich muss gleich aufhören. Die Batterie lässt nach. Die Konsole. So, vielleicht eine kleine Verbesserung. 500, okay, da gibt es eine Verbesserung. Oha, sehr schön. Eine große Verbesserung. Ja, eine sichtbare Verbesserung. Kann man das mal austauschen. Kurelei. Was haben wir hier? Es fliegt gerade, gut gemacht. Ach, ist unser erstes Kurelei oder was? Das gibt's ja gar nicht. Ne, unser erstes, okay. Das ist ein Stern, wir hatten zwei Sterne schon. Ein Carpador. Bestimmt besser als das erste. Naja. Pichu, neu. Das nächste hätten wir ein Pichu. Sehr schön. Oh, 3500, nicht schlecht. Das ist nicht der schlechteste Short. Ein Hutut. Ja, da sind wir nicht ganz rangekommen. Schlecht positioniert. Man sieht es kaum. Aber immerhin etwas. Forschungslevel. Schaffwaschnopf Nummer 2. Na, noch nicht. Du hast dir auch diesmal wieder viel Mühe gegeben. Weiter so. Noch kein Level 2 ist, oder ist doch skandalös. Also hier können wir vielleicht ein paar Fotos speichern. Das Bicho auf jeden Fall. Speichern. Ein Dodri muss gespeichert werden. Zutut können wir auch mal speichern, auch wenn es kaum zu sehen ist. Ja, ansonsten. Zum Basiscamp zurück.